Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute ist Entei Day. Um 16 Uhr geht's los. 3 Stunden bis 19 Uhr. Ich habe hier für euch nochmal alle Infos. Ja, was gibt's heute? Entei. Möglicherweise ein Shiny. Falls ihr ein Shiny bekommt, könnt ihr gelbe Berge werfen für Doppelbonbon. Denn der bleibt beim ersten Ball drinnen. Sofern der erste Ball trifft. Zusätzlich gibt's auch noch Doppel-EP. Das heißt, normalerweise gibt's 10.000 EP pro Raid. Pro legendärer Raid. Heute 20.000. Mit Glücksei 40.000. Und Glücksei hält eine Stunde. Und wenn wir schon von Glücksei reden, beste Freunde, Hyperfreunde, die meisten machen jetzt zum Enter-Rate-Day um 16 Uhr circa Levelaufstieg. Deswegen nicht vergessen, Glücksei zu zünden, auch wenn ihr nur wenige habt. Das lohnt sich auf jeden Fall, die ganzen Freunde und dann noch ein paar Raids mitnehmen. Am besten auch noch so 5 vor schon mal, weil die Uhren stimmen nicht überein oder einer zündet ein bisschen zu früh. Also so um 15.55 zündet einfach ein Glücksei, macht eure Levelaufstieg und dann macht ein paar Raids. Es gibt 5 freie Raid-Pässe. Der Zeittrick funktioniert leider nicht mehr. Ihr könnt nicht in die Vergangenheit springen, dort 5 Raids machen, Gegenwart 5 Raids und in Zukunft 5 Raids. Aber, das ist wichtig, nicht vergessen, die letzten Raid Days war es so, am Folgetag, also, oh Mann, letztens war es immer Samstag und der Folgetag war Sonntag, aber am Folgetag in der Früh, durch einen Bug gab es dann nochmal 5 freie Raid Pässe. Letztes Mal habe ich es verpasst, bin ich einfach zu spät aufgestanden, habe gelesen, euer Bug ist wieder da. Bin raus und dann kam auch direkt die Nachricht, ja, Bug ist schon wieder vorbei. Die letzte Zeitzone ist fertig und ja, die 5 Pässe gibt es nicht mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass Niantic das nicht gefixt hat und wir morgen früh dann wieder diese 5 freien Raid-Pässe bekommen. Also rechtzeitig nutzen, direkt 6 Uhr aufstehen und den ersten Raid machen und dann könnt ihr ja Bescheid geben, ob das funktioniert. Ah ja, und wenn ihr euch auf Entei freut, könnt ihr gerne ein Like da lassen und einen Kommentar. Ich weiß nicht genau, wie viele Raids ich machen werde, wir werden es sehen. Aber ich versuche natürlich so viele wie möglich zu machen. Mein persönliches Ziel? 2 Shiny Entei. Eigentlich einer, da wäre ich zufrieden, aber ein bisschen Tauschmaterial. Ich kann nicht sagen, dass ich wieder ein 100er haben will. Ich habe einen 98er, ich bin mit dem zufrieden. Aber ich war auch mit 98er Geico zufrieden und habe einen 100er bekommen. Wir schauen uns gleich noch an, was ein 100er überhaupt ist. Ansonsten natürlich Spaß haben, gutes Video drehen, eine Menge Arena machen für EP und für Arena-Punkte. 1000 Arena-Punkte, dementsprechend sucht euch eine Route aus, am besten, wo ihr noch die Arena auf Gold haben wollt. Und nicht vergessen, Arena. Die nächste Woche ein X-Ray haben, da kommt kein Entei drauf. Das solltet ihr beachten bei eurer Route, bei eurer Planung. Das sind bei uns. Diese Woche haben echt wenige ausgelöst, also 1, 2 nur. Also. Dann noch ein paar Sachen zu Entei. 100er Entei, 1984 auf Level 20, mit Wetterboost, Level 25, 2480. Aber bei dem Wetter würde ich nicht auf Sonne hoffen. Entei ist Feuer, pur Feuer. Also die Schwächen Wasser, Boden, Gestein. Ich habe hier auch mal geschaut, was die besten Entei-Konter sind. Ich mache mal einen Screenshot für euch. Die besten Entei-Konter sind Gamaidon. Ich habe einen 100er, der muss aber noch gemaxt werden, den kann ich nicht verwenden. Zeit zum Sieg 478,6. Das heißt, wenn ihr den habt, wäre Duo möglich. Stirbt aber auch relativ häufig. Dann Kyogre, Zeit zum Sieg 510 Sekunden. Man hat ja 300 pro Raid und zu zweit, also 600. Das heißt, zu zweit auch machbar. Der würde aber 13 Mal sterben. Nummer 3, Despotar mit Gestein. Wurde ja ersetzt von Gamaidon, davor war er ja der beste Gesteinsangreifer. Interessant, auf Platz Nummer 4, Impergator mit Kaskade und Aquahaubitze. Nummer 5, Garados und dann Rihornio, Boden. Ne, Gestein, Gestein besser als Boden. Dementsprechend ist auch Groudon nicht mit dabei als Konter, Top-Konter. Der ist erst auf Platz 11, weil Boden anscheinend zu langsam ist oder so. Ja, und die haben alle, sogar Palkia auch noch, die haben alle Zeit zum Sieg unter 600. Wobei später wird es halt knapp bei den letzten paar Sachen, vor allem bei Palkia und so. Weil man braucht ja auch noch Zeit, um wieder in die Lobby reinzukommen, nachdem man heilen musste und sowas. Aber an sich zu zweit machbar, zu dritt easy, zu viert super easy, also Dorfspieler. Und ich weiß nicht, ob das berechnet wurde mit, es gibt ja momentan diesen Bonus, Freundschaftsbonus, Freundesbälle bringen 2 Bälle mehr oder sowas. Zum Beispiel für beste Freunde gibt es jetzt 6 anstatt 4 momentan. Und da ist ja auch der Kampf verstärkt, also wir machen zusammen als beste Freunde mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob das mitberechnet wurde, weil sonst ist ja noch mal ein bisschen leichter. Ah ja, ich weiß nicht, ob viele Gamaidon haben, aber haut einfach mit euren Kyogre drauf. Vor allem bei Entei kann Eisenschädel und Eisen ist, also Stahl ist gut gegen Gestein. Das heißt, die Gesteinskonter sind nicht immer optimal. Also Kyogre eigentlich eine sehr gute Wahl. Ja, und wofür machen wir das Ganze? Ja, Entei ist schlechter als Lavados. In den meisten Fällen, ich habe sie auch noch mal offen. Ich habe zum Beispiel Legisil als Gegner gewählt, als Testgegner. Lavados immer vor Entei. Jetzt Stahl ist Feuer natürlich effektiv, aber Kampf auch. Und Machomai und Logok. Logok so eine Mischung Kampf und Feuer.
Beides besser, wobei Machomai und Logok natürlich weniger aushalten und öfter sterben. Also Entei ganz okay, aber Überklasse ist er jetzt nicht. Lieber Lavados. Das zum Thema Nutzen halt, weil wir reden ja die ganze Zeit momentan über Mewtwo, Rüstungs-Mewtwo und Nutzen. Und dass er keinen Nutzen hat. Entei hat auch nicht wirklich Nutzen, solange man Lavados und andere kontert. Aber wir gehen trotzdem drauf ab. Ingip Shiny, Doppel-EP mit Glücksei vierfach. Freie Raid-Pässe, die kann man eh mitnehmen. Arena-Punkte. Also gönnt euch das. Das war's von mir, Leute. Euch viel Glück, viel Erfolg. Video kommt heute noch, hoffentlich, vom Enter Raid Day. Mal schauen, wie es laufen wird. Ob ich mir ein paar Shiny gönne. Oder wieder ein 100er. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.